Was heißt, wäre sowieso nicht spannend geworden. Dann, aha. Da, oh, da ist noch eine. Hallöchen. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Eigentlich wollte ich hier dieses Schneckending ein bisschen größer bauen. Ja, im Moment zwei von den Dingern und zwei von den Dingern. Und irgendwie eine Menge Schnecken, die hier rumfahren und so. Aber wir machen da noch nichts mit. Ich habe noch nicht so ganz raus, wie man jetzt oder was man machen muss. Dann gucken wir mal im Mem nach. Das müssten wir hier vorne stehen haben. Jo. Was wir da noch machen können. Ach ja, wir brauchen lustiges Zeug. Genau, wir brauchen weiße Schnecken. Aber wie soll ich die kriegen? Die laufen irgendwie nicht so richtig. Und dann haben wir das Zeug und irgendwann können wir hoffentlich übertakten, aber bis wir da sind. Ne? Deswegen würde ich mir gerne das hier als erstes mal vornehmen, wo das geht. Das weiß. Uiuiui. Das sollten wir hinkriegen. Die blauen Schnecken haben wir definitiv. Gelbe und rote Eier sollten, also rote Eier sollten jetzt langsam kommen. Das Zeug hier vorne. Biolite. Da habe ich noch keine Ahnung. Low Energy Module. Also irgendwie diese beiden Teile hier sollten wir uns mal angucken. Und weil wir im Moment eine Chance haben, eine weiße Schnecke zu bekommen, die da liegt bei... hier gar nichts. Moment, mal gucken. Wir müssten jetzt als nächstes wieder blaue dran kommen. Das sollten wir auch aufteilen, dass wir in dem einen wirklich gelbe machen, in dem anderen blaue, in dem nächsten rote. Und dann hier haben wir 0,25% Chance. Das heißt, wir müssen da sowieso ein bisschen angucken. Hier werden ja auch nur rote gemacht. Mit einer Chance für... oder Purple. Es gibt hier noch die Unknown und die gelben, die hier mit einer gewissen Chance rauskommen können. Das ist alles nicht so toll. Das Ding ist auch schon wieder voll. Schnappen wir uns mal raus. Dann kann der mal ein bisschen weitermachen. Wie viel hat der hier? Uiuiuiui. Wollte auch mal langsam überlegen, ob ich vielleicht hier noch so einen Container irgendwo hinschmeiße. Eigentlich sollte ich den unteren ersetzen durch einen von den Überlaufcontainern. Und dann funktioniert das System nicht so gut, ne? Warte mal. Bitte den da sollte ich ersetzen, den mittleren quasi, weil da steht schon wieder alles an. Das ist schlecht. Das heißt, da ist schon wieder voll. Machen wir denn mal. Gehen wir da jetzt am besten vor. Ich... ich jetzt, mir fehlen 5 Rotoren. Überall habe ich irgendwie einen Mamm stehen. Nee, warte mal, das ist... überall steht Zeug rum. 5 Rotoren kriegen wir hin. Hoffe ich. Ja, kriegen wir hin. So. Wir setzen mal eben so einen hier oben drauf. Machen einen... nee, Logistik. Einen Smart Splitter dahin. Gib mir mal einen AI-Limiter. Nee. Oh, den kann ich nicht machen. Was fehlt mir denn dafür? Okay, im Moment ist es eh egal. Da kommt ein Splitter hin. Und an den Splitter kommt ein lustiges MK2-Band. Das geht da rein. Dafür habe ich auch genug über. So. Dann kann der Spaß da rein. Dich setzen wir mit einem Strom dahin. Und dann hast du auch Strom. Und jetzt kann mir das auf jeden Fall nicht mehr voll laufen, weil der macht jetzt hier einmal lustige Sachen. Und dann, wenn der voll ist, dann ist der halt voll. So, sehr gut. Beziehungsweise dann macht er halt. Das Ähnliche sollten wir hier machen. Wie haben wir das denn hier gemacht? Wird sich zurückstauen, außer da hinten kommt, glaube ich, ein... Moment, der ist konfiguriert. Any Undefined geht gerade aus. Ja, okay. Und hier Überschüsse könnte man hier rüberleiten.
Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Also hier könnten wir es auch nochmal machen, aber ich glaube, er ist noch ganz gut. Wie sieht es bei dir aus? Ja, im Moment haben wir hier noch nicht so das Bedürfnis dafür. Hier ist voll mit Schnecken und der da unten ist... Zweimal. Da geht Mycelium rein. Ja, wollte ich doch sagen. Und hier hinten, was geht da rein? Die Eier. Da gehen die Blüten rein. Okay. So, wäre die Frage, können wir mit dem Zeug eigentlich was machen? Wir gehen mal hier gucken. Also wir haben... Da haben wir nicht genug von, müssen wir... okay, wir müssen erstmal 100 finden, um die Ressource zu kriegen. Das Eieieiei. Aber hier können wir doch was machen. 200 brauchen wir dafür. Komm, dann machen wir heute erstmal noch ein bisschen Forschung. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Und eventuell fangen wir dann an, hier raus eine Plattform zu ziehen und... nee, falsch. Das Ganze dann etwas zu erweitern. Von den, da fehlen mir noch von den Pilzen. Okay. Natürlich springe ich erstmal wieder. Okay. Bo. Zeugs. Wir brauchen 100 Fabric. Okay, haben wir noch nicht. Den könnten wir erforschen, wenn wir das noch holen. Dafür brauchen wir 100 Fabric. Den könnten wir erforschen, das ist auch gut. Dann müssen wir die machen. Okay. Wir brauchen also. Mal wieder Mycelium. Dann ist die Frage, können wir... Ja, was brauchen wir, um daraus natürlich Umwelt... wer sagt den hier? Was muss ich eigentlich hierfür machen? Wie mache ich denn die? Okay, so viel dazu. Wie mache ich Fabric? Habe ich das schon hier in meiner Liste? Kann ich das überhaupt so machen? Oh. Nee, nicht. Oh. Schwarz. Es wäre schön, wenn man die hier sortieren könnte. Voller Cartridge. Empty Cartridge. Okay. Fabric. Was brauchen wir für Fabric? Das und Wasser. Oder das und Wasser. Produced in Weaver. Können wir einen Weaver? Meine Fresse. Weaver? Waver? Wie auch immer. Special. Sieht nicht danach aus. Haben wir hier Production? Können wir. Wo können wir sogar hinstellen? Hallo. Wir müssen uns kurz unterhalten, Kollegen. Was bist du eigentlich hier? Hab ich ihn da hingestellt? Und warum? So, da wollte ich Dünger mitmachen. Haha. Das hier sieht gut aus. So, jetzt haben wir... Was sagen? Jetzt haben wir doch... nicht ganz runterfallen. Die Möglichkeit hier... eine Pipeline zu setzen. Dann machen wir mal zu. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, darüber zu kriegen, ohne dass es kacke aussieht. Aber wird es auch ein bisschen schwierig, überhaupt da erst hinzukommen. Da lang. Wir könnten eventuell Glück haben, indem wir ein bisschen rumtricksen. Sieht immer noch blöd aus, aber jetzt fällt uns wieder was. Die stand hier irgendwo. Bin ich hier gerade noch eine Werkbank rumstehen? Da. Wir brauchen noch mehr Leitung.
auch Vibes. Ja, machen wir ein paar. Okay. Reicht vorerst. Wunderbar. Und wir brauchen von hier. Oder von da. Könnten beide nutzen. Auch schön. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das mit den Geschwindigkeiten aussieht. Deswegen können wir das einmal in versuchen, unser Glück. Ah, okay. Die beiden Sachen können wir machen. So, du machst Fabric und jetzt brauchen wir noch Chrom. Und den kriegen wir von hier, weil das geht noch da dran. Wunderbar. Du fängst an, du kriegst deine. Ach, 30 Minuten braucht ihr gerade mal. Wasser kommt auch genug. So. Okay, wir haben auch kein Nebenprodukt. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier einen Container hinstellen, der unter Logistik ist. Na, nein. Organisation ist. Ja. Der geht in diese Richtung. Und kommt rein. So. Das Zeug läuft schön raus. Ach du, mal fertig. Du lässt das hier rüberlaufen. Theoretisch könnten wir. Dann noch einen Nebenstellen fürs Mycelium. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt habe ich gerade gesagt, brauche ich die Kollegen, ne? Ja, noch ein paar. Sollte reichen. Muss ich eventuell den Kollegen hier nochmal verschieben. Aber das ist ja jetzt nicht so ein Problem. Du auch. Wir machen einmal Logistik, ein Merger hier hin, ungefähr da. Stimmt, hier habe ich ja noch keinen Straight Mode. Etwas, was ich übrigens im in der 1.0 richtig genial finde. Ich habe einen Straight Mode. Brauche mich nicht darum kümmern, selber irgendwie die hinzukriegen. Dieses Gott. Dann ziehen wir uns von da nämlich Wasser ab. Es wird zwar vorne und hinten alles nachher nicht passen, ist mir gerade aber egal. Wo war ich gerade? Ich hatte irgendeinen Satz angefangen. Ja, ist ja gut, ne? Läuft ja immer wieder. Ihr kennt das doch von mir. Ne? Jetzt zu anfangen und dann hoffen, dass niemand merkt, dass ich sie nie mehr. So, du bräuchtest jetzt noch Strom, ne? Du bekommst auch Strom. Und was ist, was brauchst du noch? Du hast alles drin. Da sollte jetzt das rankommen. Das sieht doch gut aus. So. Kommt das Zeug hier rein? Wie viel haben wir eigentlich jetzt schon? Da sind 14 und hier haben wir. Ich habe keine Ahnung. Mal weglegen. Da. Mal noch. Lackieren, ey. Ja, was glaubst du? Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich so eine. Ich habe doch hier. Also im Moment habe ich ja slack-technisch gar kein Problem. Ich könnte mal die Eier wegpacken. Also da sind mehr bisschen weit der Sprung. Wollte nicht nur da oben drauf, um daran zu kommen. Wenn ich die da reinlegen kann und die da reinlegen kann. Da 12 Fabric, okay. Da
Aber ich könnte jetzt zum Beispiel mal hingehen und ich sag mal, nimm mal hier. Ja, so viel müssen sie nicht sein. Machen wir so. 20 wieder zurück. Hier steht ja auch genug an, das wird ja weiterverarbeitet. So. Jetzt kann ich daraus wieder Black DNA machen? Warum nicht? Ja, weil ich habe die kann ich herstellen, dafür brauche ich die DNA, okay. Aber ich kann nicht aus den... Ich weiß immer noch nicht, wie das läuft, dass ich da weiterkomme. Das ist halt echt mies, ne? Es wäre wirklich super, nicht mit... Also, das hier hängt halt so maximal, weil ich muss irgendwie dort diese weiße Schnecke hinkriegen. Weil das kann doch nicht rein am Zufall liegen. Das ist doch. Hier 50 Stück reinschmeißen. Fehlt halt das Zeug. Jetzt auch nicht so ein Ding. Muss man halt finden. Ich weiß noch nicht wo. Weil ich kann es nicht scannen. Und um es zu scannen, oder scannen zu können, brauche ich a shit ton davon. What the f... Lassen wir das. Ist das richtig, dass da vorne ein bisschen was von dem Zeug liegt? Wow. Nein, das ist, sieht aus wie Schwefel. Da ist auch noch irgendwas. Warte mal. Hier war doch... Jetzt muss ich kurz überlegen. Nicht auf der Seite... War das auf der... ich muss mal kurz über hier schauen. Warte mal. Hier, wo haben wir denn hier freie Fläche? Ich brauche freie Sicht für... Freie Ausbeuter. Whatever. Das ist kein. So, da ist aber auch nicht das, was ich suche. Ich könnte schwören. Ich nicht hier. Mein. Phase 4 Abschlussgedönse gemacht. In Season 1. Habe ich doch hier in der Wüste gemacht, oder? Definitiv. Aber da müsste... Auch doch, da unten ist ja das Wasser, genau. Da müsste aber theoretisch dort oder so, oder da, ein Katerium-Vorkommen gewesen sein. Whoops. Oh, nicht seekrank werden, nicht seekrank werden. So. Da oben drauf. Da ist auch irgendwas. Sollen wir versuchen, da hinzugehen und zu gucken, ob das da ist, was ich vermute, dass da ist. Sie da vorne ja auch noch irgendwas. Also, wir werden hier irgendwas finden. Wenn wir da das Zeug kriegen, ich sollte gucken, dass ich alles dabei habe, um Mam zu bauen. Mam. Mam. Sieht gut aus und sieht auch nicht nach den Sachen aus, die ich brauche für... Mal rein. Für Foundations. Habe ich genug für Foundations dabei? Ja, nicht im Überschuss, aber wenigstens, also es reicht für 104. Ist doch schon mal was. Damit kann man arbeiten. So, ihr macht in der Zwischenzeit hier Fabric. Ach, guck mal. Ja, ich brauchte dich 100? Ich brauchte 100. Ma'am. Excuse me, ma'am. Ich habe mir den Kopf gestoßen, ma'am. So, mache ich erst die Parachutes? Mache ich erst. Nein, den kann ich nicht. Mache ich erst die Gasfilter? Gasfilter wäre natürlich clever, weil dann hätte ich hier irgendwann die Maske. Und für die Maske brauche ich dann wiederum die Gasfilter und dafür brauche ich auch das Zeug. Ich muss sowieso beide Sachen machen. Aber dann kann ich den hier direkt durchziehen. Wir müssen dann denken, wir müssen uns noch Pilze mitnehmen. So, was haben wir hier? Ich muss jetzt aus dem Zeug Parachutes machen, und zwar 20 Stück. Ja, sofort. Okay. Okay, offensichtlich kann man einen Fallschirm hier nicht machen. Geht nur im... Ah, Producing Equipment Workshop.
Workshop. Vielleicht brauchen wir auch erstmal einen Equipment. Ach nee, der ist ja unter Production hier noch. Macht ja auch Sinn. Was wollen wir denn da? 20 für einen. Ich muss 20 da reinschmeißen. Das heißt, ich brauche 400. Aber, was wir machen könnten, wir müssten ja jetzt schon wieder ein bisschen was da vorne drin haben. 40 zum Beispiel. Jetzt schon wieder 2. Jetzt nochmal hier rüber. Ich glaube, da vorne den nehmen können. Nein, falsch. Da. Ja, komm, ziehen wir durch. Dann haben wir den einen schon mal. Wunderbar. Da. Den können wir nämlich jetzt. Stecken die eigentlich? Nein, stecken nicht. Oh, das ist ja mal richtig mies. Den kannst du ja nur. Das kannst du ja nur machen, wenn du genug Plätze hast. Also im Zweifel hast du. Sowas liebe ich hier. Was wollte ich? Ich wollte darüber laufen. Wir haben E-God-Mode, ne? Den hätte ich gar nicht gebraucht. Egal. Wir haben einen mehr. Wir könnten auch mal unsere Liste aktualisieren. Farming erforschen und so haben wir schon. Obwohl, was ist das? Ist das das, was ich brauche? Ist das das, was ich brauche? Bitte, 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 bitte. Dann brauche ich nicht so weit rennen. Ist nämlich schon abgeerntet. Das heißt, ich war ja schon mal dran. Und das ist? Gut. Das sah so gut aus. Das hätte... Hallösche. Nehmen wir mal mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Was höre ich hier? Das muss eine Schnecke sein. Ah, da ist eine Schnecke drin. Eine gelbe, okay. Dann ist das halt. Da ist eine blaue. Was haben wir hier? Da sind die Viecher. Hier was drin. Was ist da? Was ist nicht ist da? Ich brauchen wir. Ich brauchen wir. Und ja, ich nehme dieses Most Valuable Artifact, das wir hier noch nicht benutzen können, mit. So. Was ist dieser Klumpen da? Ja, ja, renn du mal. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Das sieht auch nicht richtig aus. Das ist auch kein Cryolite. War Unstable Quantum Crystal. Crystals? Crystals, meine ich. Ah, wenigstens ein paar. Ich weiß, René, du hast gesagt, ich solle doch mal. Nein. So, Gold Coast gehen. Ich habe mir gedacht, ich mache mir hier noch ein bisschen weiter. Hi. Ja, komm, wenn du hier schon so blöd rumstehst und das beschützt, dann gehe ich da mal hin. So, wo sind wir jetzt? Bei den dreien da vorne würde ich behaupten, das ist auch eher für Eisen, ne? Oh. Da ist so viel Blau drin. Das sieht nicht nach diesem Zeug aus, ne? Wie gesagt, ich vermute, dass irgendwo in dem Bereich dort vielleicht auch da so. Vielleicht auch da oben drauf. Ich gehe davon aus, dass es eine von den Ressourcen ist, die richtig schwer ist zu kriegen. Auch wieder das Zeug. Davon kriegen wir halt genug, aber ist halt die Frage, wie kommen wir da am besten hoch?
Das sieht da vorne nach aus. Wir gehen mal da lang. Fällt mir gerade was ganz Dummes ein. Wir hätten noch gar kein Käffchen. Ja, tut mir leid. Da verkacke ich doch meine eigene Anmod. Ja, das ist ja schrecklich. War ich mit dem Kopf schon wieder 13 Schritte weiter? Als mit dem eigentlichen Moderieren. You had one job. Okay, hier geht's wieder da runter. Weil man nicht. Wir wollen da hoch. Okay, jetzt gibt hier einen relativ einfachen Eingang nach oben. Das ist schon mal gut. Sollen wir mal gucken. Hier liegt tatsächlich Katerium rum. Warum liegt hier wirklich Katerium rum? War das Submonium Ort nicht das, was mir so richtig Probleme gemacht hat, dass ich es von da hinten nach dort gezogen habe? Ja, wir gucken jetzt erstmal da in der Richtung. Okay, hier geht's wieder runter. Also es war ja da. Damit hatte ich eigentlich gerechnet, dass da jetzt das verschoben ist. Da hatten wir auch gefunden, dass das Falsche ist. Ich brauche auch nur 200 davon, um zu forschen. Das ist auch nicht, das ist auch nicht. Da ist alles Kupfer, in Anführungsstrichen. Da liegt eine Schnecke rum. Okay, wir gehen hier hoch. Wir suchen mal ein bisschen. Wahrscheinlich. Jetzt René mir jetzt unten in die Kommentare schreiben. Kollege, findest du da nicht. Kannst du suchen, wie du willst, findest du nicht. Das ist nämlich jetzt diese Position bitte hier einfügen. Und dann würde ich sagen, ja, habe ich auch gemerkt. Ist da nicht. Hier kam ich rauf. Da ist ein bisschen... Was? Oh, hier ist ein bisschen viel spicy. Aber mir geht's ja Gott sei Dank gut. Mir passiert ja nichts dabei. Seit wann ist hier so viel spicy? Was ist mit dir? Du bist auch so ein bisschen spicy, aber nicht so richtig. Ja. Komm weiter hoch. Du bist spicy. Wusste mir trotzdem nichts. Ups. Was braucht eigentlich die da unten? Könnte man mal reingucken wegen Festplatte. Aber wahrscheinlich kommt dann auch wieder, dass ich mein Erstgeborenes da reingeben muss. So viel Shit hier für eine blaue Schnecke. Hallo? Warum kann ich die nicht mitnehmen? Okay, dann nicht. Okay, gehen wir hier wieder zurück. Oder wir springen da runter. So, Max Spicy hier drüben. Und gucken mal. Was willst du denn haben? Operational. Habe ich nie mit gerechnet. Kriegst du mein Erstgeborenes nicht? Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Dankeschön. So. Ist wieder gelb, das interessiert mich alles nicht. Da ist Purple. Einfach von vornherein mal hier gehen sollen, wäre vielleicht einfacher gewesen. Da ist Purple. Also. Oben ist ja echt. Nice, ach, da bist du schon wieder. Wenn wir schon da dran sind. So, haben wir hier irgendwo was? Nein. Nein, wir haben gleich ein Autosave. Da vorne ist wieder so eine. Was, warte? Gucken wir mal da.
Das war das Autosave. Bum, bum, bum. Was war das? Moonwalk? Nehmen wir auch mit. Kann man immer alles gebrauchen, ne? Was wolltest du haben? 30 Motoren. Ich hab. Ach. Nehmen wir uns eine Beere. Hier sieht's aber nicht so aus, als hätte ich nochmal so ein. Ja, ist ja auch nur blöd die Gegend an. Also wir erkunden erst hier oben. Mein Hirn hatte gerade Pause. Warum auch immer. Hi. Das wusste einen kurzen Moment nicht, was ich überhaupt hier will. Warum ist die? Da ist da nochmal einer. Ist aber überall. Ja, ist ja gut. Ob ich so hoch springen könnte, dass ich mit Fallschirm. Fallschirm mit PF. Fallschirm brauche. Ja, da haben wir ein Dogo. Dogo muss ich mir auch noch holen. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Also hier bringt das nichts, weil gibt ja hier noch keine Achievements und so. Aber in dem anderen. Game auf jeden Fall. Ja. Echt jetzt? Oh, die verkehrten Dinger kommt man ja tatsächlich recht weit. Ist hier irgendwas Interessantes, warum ihr so rumlungert? Nein, doch. Okay. Verstehe. Da ist halt nirgendwo das. Oh, was ist denn da? Eine Güte. Wie viel ADHS möchtest du haben? Ich so, ja. Hallo, hallo, hallo. Wasser, Wasser, Wasser. Geht da weg, geht da hin. Das heißt, wir können da rüber, können da rauf, können das holen. Brauchen wir das eigentlich? Nein, machen wir nicht. So. Bei meinem Glück ist jetzt genau da oben drauf, hinter diesem kleinen Huckel versteckt, die Ressource, die ich suche. Und ich müsste da hochgehen, aber weil ich mir denke, oh, brauchst du gerade nicht, mache ich das nicht. Und deswegen kriege ich sie nicht. Und irgendjemand packt sich an den Kopf und sagt, oh mein Gott, der ist so dämlich. Und er hat recht damit. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier rum. What the heck? Chillax mal da unten. Ah, okay, da komme ich sowieso nicht hoch. Hier haben wir wieder Wasser, Wasser, Wasser. Das ist auch das Falsche. Du bist wieder spicy. Also so voll spicy. Oh. Ah, so kommt man da runter. Okay, verstehe. Jo, shit. Oh, das war knapp. Hätte ja auch mein Verderben werden können. Wo ist denn hier Radiation? Oh, bin ich jetzt im Kreis gelaufen, dass der auch 30 Motoren braucht? Oder bin ich doof? Also. Hi. Sehen wir hier was? Da drüben ist auch nochmal eine Festplatte. Wahrscheinlich 30 Motoren. Kann ich hier runter gucken? Nein, ich bin blind, ich kann nichts sehen. Ich würde behaupten, dass da oben ist Kohle. Jetzt erstmal hier drauf. Da komme ich nicht hoch, aber ich komme da rüber. Wunderbar. Das und das. Okay, da wird keine Ressource sein. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem.
World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ums. Okay, das auch nicht. Da ist eine Festplatte. Wir erkunden hier eine Runde. Kann ich die nicht mehr aufnehmen? Okay. Dann halt nicht. Ich gehe auch nicht im Gas oder sonst irgendwas. Also, das ist wild. Ja, ich kann. Gehen wir zur Festplatte. Ja, Strahlungslevel ein bisschen hoch, bla bla bla. Wissen wir. Ich meine, es nimmt so ein bisschen diesen Revival-Aspekt aus dem Spiel raus, wenn man mit den Motoren. Was ist hier los? EGS arbeitet, aber andererseits macht auch schon ein bisschen Spaß. Ne? Ist halt man stellt sich eine andere Herausforderung. Ich mache ja jetzt auch nicht alles damit. Ah, das ist Sam Ohr. Okay. Ist auch sehr schön, dass aus Obsidian in Early Access schönes Amethyst gemacht haben in 1.0. So. Und ich vermute mal, jeder, der mal Minecraft gespielt hat, hat das verstanden. Was heißt mal Minecraft gespielt hat, ist auch gut. Hat sich ja so viel verändert. Da drüben ist eine Festplatte. Nur gesagt. Das ist nicht das Zeug, das ich suche. Ich da irgendwo was? Nein, sehe ich nicht. Liege ich zu weit? Wahrscheinlich. Kann ich einfach loslassen? Nein. Was muss ich dafür machen? Ich kann einfach warten. Warte einfach mal. 30 Motoren. Oh, mit C kann man das. Guck mal. Dann. Und die aufpicken. Die aufpicken. Die. Perfekt, brauche ich mich um die nicht mehr kümmern. Sollte eigentlich nur ein blöder Scherz sein, ne? So blöd scheint er ja nicht gewesen zu sein. Okay, was sehe ich hier denn noch? Da hinten bin ich mir ziemlich sicher, dass da nichts ist. Da ist wieder Aschnecke. Da in die Richtung. Ging nochmal ein Stück. Ah, da behaupte ich, da finde ich auch nichts. Auch oben drauf ist nicht so danach ausgesehen. Um.
Okay, scheinbar finde ich das Zeug hier nicht. Warum nicht? In welcher Region findet man das? Das ist halt wirklich schade. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie eine Karte hier zu finden. Zumindest habe ich bisher noch keine gesehen. Das wäre nämlich jetzt schön, einfach mal auf irgendeiner Karte nachgucken online und dann habe ich das herausgefunden und dann ist gut. Was ist das hier? Biowater, genau. Noch mehr Biowater. Da kann man rüberspringen, Klatsch. Ah. Leider heute nicht so spannend, wie ich mir das gedacht habe. Was heißt, wäre sowieso nicht spannend geworden. Aha. Da, oh, da ist noch eine. Hallöchen. Braucht. Das ist wunderbar. Wenn man das hier hingekriegt hat, ne, dass man die hat, dann. Naja. Ich, was noch mal ein bisschen. Erstmal brauche ich die 100 dafür. Dann können wir ja mal scannen, wo wir diese Ressource finden. Habe ich einen Miner dabei? Nee. Hab es. Das, ich, oh, das geht ja auch. Man soll noch ein bisschen was machen. Aber genau das habe ich nicht dabei. So. Was wir auch mal machen könnten in der Zwischenzeit, scannen wir die doch schon mal. Dann könnten wir hingehen und sagen... Action. Equipment Shop. Bitte, wir haben genug dabei, um Portable Miner zu machen. Gerade 5 Stück in der Hand. Warum habe ich nur... Ich habe... Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte gerade 5 Stück in der Hand. Sind da 5. In der gleichen Zeit gehen wir hier drüben hin und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab da noch einen hinge... Ich hab noch eine Füße hier. Nehmen. Das Problem mit dem Ganzen hier ist, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall, das wäre schon mal genug. Jetzt habe ich die Festplatte da reingeschmissen. Jetzt ist das Ding für 10 Minuten blockiert. Das war jetzt nicht so clever, oder? Jetzt gar nicht hier forschen, weil
Iros auf Ostgrandos. Map. Aber was ich machen kann, ich kann mir hier ein... Okay. Bitte was? Oh. Ich war zu weit rausgezoomt. Läuft wieder zurück. So. Wir versuchen jetzt gleich. Oh, wie machen wir das? Eigentlich sollte ich hingehen, wieder den gleichen Spaß wie beim letzten Mal machen. Einfach von hier aus wenigstens einen schon mal, besser beide, hinpacken. Hab nicht so viel dabei. Pass auf, wir versuchen das. Production, wir brauchen den zwei Stück davon, zwei Stück davon. Okay, die Miner haben wir. Die Tinplates sind ein Problem, aber wir können wenigstens einen hinsetzen. So. Pick up Miner. Und jedes Mal Escape. Also. So. Dann können wir hier hingehen. Jetzt fehlen ein 12. Und zwar für den zweiten hier. Wir müssen noch 5 Minuten warten. Was ist das eigentlich, Satmonium? Okay. Das Zeug hier, was ist das eigentlich? Oh, Stahl. Oh. Ist ja alles wunderbar. Da. Wie viel haben wir jetzt von diesen komischen Kristallen? Oh, mehr als genug. Moment. Oh, das ist gar nicht so schwer. Dann machen wir schon mal den. Das hier finde ich tatsächlich recht praktisch, dass wir hier direkt Dingens dabei haben. Jetzt nicht sagst, du hast so lang, ist aber auch ein bisschen gemein. Hier ist Kohle. Das ist praktisch. Haben wir hier auch direkt schon für Kohle liegen. Wir nehmen also nochmal für 2 von den Dingern mehr mit. Und wahrscheinlich wieder ein, ne? Kann ich nicht. Ist egal. Nein. Da vorne sehe ich. Dann laufe ich das Stückchen wieder zurück. Mache ganz unvorhergesehen doch eine Stunde. Statt nur eine halbe. Wunderbar. Wieder nehme ich mir alles mit, um möglichst auch Kohle direkt mitzunehmen. Wieder einfach so rum. Leute alles so rumliegen lassen. Der seinen Mist auch mal wegräumen. So, jetzt habe ich da bestimmt hier irgendwo einen vernünftigen Anschluss dafür, oder? Du hast genug Platz. Ja,
So. Dann hier einmal ganz vorne. Das ist. Das wäre jetzt übrigens der Brüller gewesen. Dann, weiß nicht, ob ich dann gespeichert hätte oder ob ich einfach gesagt hätte. Ebenfalls ist hier unten ein bisschen voll. Nein, das sind keine Zinnplatten. Wollte aber hier hingehen und da hätte ich zwei mehr machen. Okay, das ist nicht das Problem. Ich bin einfach frei mit. Ja, der war richtig gut. Oh, hier oben ist auch ganz schön voll jetzt, ne? Hier steht alles. Ist voll. Du bist nicht voll. Hinten noch nicht was irgendwo rein. Genauso wenig wie die Dinger da vorne. Müsste ich mir ja auch mal abzwecken. Nee, das machen. Kann ich das gerade? Das ist noch super. Das ist ein Container. Das ist der. Machen wir den. Danke. Und du hier. Mal Splitter. Oh, Container. Nochmal den. Mal. Haben wir das auch hingekriegt? Da vorne theoretisch auch, aber jetzt mal. Und runter. So. Zwei Bottom in meiner habe ich ja wohl da drüben stehen. So, jetzt ist die Frage. Ich renne erst nach ganz hinten. So, direkt die Antwort. Und dann kann ich da nämlich aufbauen, eben die Sachen durchforschen und gegebenenfalls schneller durchholen. Das ist, glaube ich, die sinnvollere Idee. Ist ja jetzt auch nicht so weit. Gott sei Dank. Zum Glück bin ich nicht rumgerannt. Vielleicht unter den Kommentaren sowas wie: Erstens, das ist die Goldküste. Zweitens, da wollte ich dich hinschicken. Mann, ist das. Ach, wie gesagt, ich hab's nicht so mit dem Biom. Ich weiß hier, nur ein Desert. Frage, nein. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich meine nicht mal Krone. Es liegt daran, weil ich noch in Phase 1 Kohle gekommen bin und erst in Phase 2. Aber werde ich jemals einen Weltraumlift bauen können? Dieses und weitere Mysterien. Ja, Jonathan. Haben wir drüber geredet? Hast du drüber nachgedacht? No knowledge. Immer noch nicht. Ich muss das erst erforschen. Erst gucken, was sagt mir die Festplatte. Ja? Gut, ich habe die Festplatte erforscht, aber weiß nichts. So.
Irgendwo wollte ich das erforschen. Ja. Ja. Der braucht dich. Die braucht dich dafür. Das heißt, das kann ich gleich machen. Juhu. Wunderbar. Jetzt weißt du aber, wie man das... Danke. Jetzt weißt du, wie man das bearbeitet. Ne? Schau mal. Power anschließen. Und jetzt lass du mir... So, du holst mir den Shit schon mal raus. Das ist gut. Dann gehen wir hier hin. Funktioniert. Okay. Ihr beide. So, jetzt müssen wir da drüben hin. Dann kann ich das andere noch erforschen. Dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Vielleicht sollten wir uns doch mal irgendwann darum kümmern. Klinkplatten haben wir, Schrauben sollten wir kriegen. Modulare Rahmen und Bronzerahmen. Dafür haben wir noch nichts. Da könnten wir hingehen und das Ganze mal im nächsten Mal. Das wird die nächste Folge. Würde ich behaupten. Oder? Dann können wir den endlich mal bauen, weil dann müssen wir auch gucken, wie wir den endlich herstellen, den wir dafür brauchen. Wir müssen hier dann auch eigentlich Smart Plating machen oder keine Ahnung, wie das hier ist. Vielleicht mehr zu tun ist. Leckt mal. Ja. Eieieiei. So viel zu tun. Und jetzt. Und was? Ich bin da angefunkelt. Gut, Blitzdings. Was mache ich hier? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Spaghetti, das man sich vorstellen kann. Herzlich willkommen. Einer. Was habe ich gesagt, brauchen wir? Nee, wir wollten hier Elektro. Bin ich genug von. Was ist das? Ne? Wir wollen den haben. Aber nicht da reinsetzen. 50 und da 25. Ich baue Schnecken. Blaue Schnecken. Ein Problem. Jetzt fehlen mir echt die gelben Eier. Ah, ja. Wo hier gerade drin? Nicht? Was hier läuft hier gerade so langsam? Lieber Schneckenapparat, ihr habt alles. Ich muss da wirklich einen anderen...
Und das gehen wir noch hier. Von den roten. Nicht blauer. Da steht blau, einer steht gelb. Das ist Ecke. Im Moment nichts an. Da geht ein blauer rein. Das ist gut. Rote. Was fehlt dir? Hä? Blau ist drin. Warum geht Rot nicht rein? Wo habe ich den ausgemacht? Okay, vielleicht erforsche ich das doch noch nicht. Erstmal tue ich es nach meinem gelben Ei hier. Da müsste ich doch schon wieder eins haben, oder? Bist du hier hinten an? Bist du hier hinten liegen. Da ist ein gelbes Ei. Ein gelbes Ei. Nicht mit dir hier. Na egal. Muss mal durch. Auch ein gelbes Ei. 45. Unter Eier. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist der blaue Eier. Ich die blauen Eier nicht. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass mir hier die ausgehen. Also ich darf nicht alle verbrauchen. Nehmt euch aber mal runter, weil ich... mach mal ruhig wieder eine rote. Weil das wäre echt schlecht. Bin ich denn jetzt... wieder darüber rennen. Eine wegnehmen. Blau raushalten. Rüber rennen. Ja, immerhin. Das hat geklappt. Ein wunderbares Spielchen hier. Ja, gut geschmeckt. Den hat man gesagt, der soll durch. Da kommt eine neue. Sehr gut. Mal wieder einen durchlaufen lassen. Warum hatte ich den hier abgestreift? Der gibt so überhaupt keinen Sinn. Ich will halt auf gar keinen Fall hier vorne weitere blaue reinkriegen. Warum habe ich das denn nicht zugelassen? So. Nehmen wir. Das mal weg. Kann auch nicht nehmen. Lass mal wieder anlaufen. Dann schmeiße ich jetzt mal die 8 Stück da rein. Was besser? Was denn hier aus? Da sind noch 2 drin. Das heißt, ich 2 Stück.
Ja, meine Stunde ist super, hat super funktioniert. Blaue sollten separat gebrütet werden. Woher kommst du denn? Ich wollte aber auch nicht da drin haben. Du bist gut da drin. Du weißt gerade nicht, was zu tun ist. So. Weiter geht's. Warte mal, ich habe gerade die einzige rote Schnecke hier auf dem Band runtergenommen, ne? Das heißt, ist es vielleicht sinnvoller? Also ich muss jetzt auf jeden Fall durchlaufen lassen und die blauen rausnehmen. Okay, wir machen das jetzt, dass wir hier blau abzwacken, rot laufen lassen, damit die vernünftig... Das heißt, Marzblätter. Linke, also geradeaus geht, Doppel, Black Egg und linke Seite kommt raus, Blue Slug Egg. Und dann kommt hier ein Container hin. Hier gehen blaue rein, da gehen rote rein. Sollte jetzt auch direkt klappen, oder? Wunderbärchen. Okay. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich das ausgeschaltet habe. Und hier machen wir einfach nur zur Vorsicht. Ich will auf gar keinen Fall es riskieren, dass irgendwas anderes hier langkommt. Ebenfalls ein Smart Splitter drauf. Und du lässt geradeaus bitte nur Purple Slugs durch und links any undefined. Das sollte ich vielleicht da auch machen, dann könnte ich im Zweifel auch dafür sorgen, dass eine genau any undefined, ja, ist besser, als ich doch mal irgendwie eine gelbe Schnecke oder so da oder auch eine weiße oder sowas. So, und wir machen einen Container da drauf. Der bekommt ein Feld von da rein. Sieht bescheuert aus ohne Ende. Ist egal. So, da sind 10 drin. Da sind jetzt wieder mal 1 drin. Ihr seid nicht schnell genug hier. Du verträgst dich halt nicht mit Weißen. Was ist denn, wenn ich auf beide... Ach, egal. So, diese schlechten Gezüchte und rumgeexperimentiere hier. So, was ich bin nicht mehr. Bringt mir immer noch nichts. Ein bisschen jedes zweite kann man sich holen, aber in jedem siebten Ei und so. Was sind das? Ich werde das auch nicht hinkriegen, dass hier jetzt irgendwelche anstehen. Ist das viel zu langsam und viel zu ineffizient. Ja, die eine macht letztendlich 2 Eier, aber... So grob. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir. So. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit... Macht es gut, Äffchen.